Den lassen wir hier auch mal. Und da gibt es die erste Attacke. Johann van Summeren versucht sich abzusetzen. Und das im Flachen. Auch nicht übel. Auch nicht übel. Versucht es also an diesem ersten der drei Steigungen. An der ersten der drei Steigungen versucht Johann van Summeren wegzukommen. Ja, er hat ein bisschen Vorsprung. Wenn er zu den zwei anderen aufschließen kann, ist das vielleicht eine Möglichkeit, hier davon zu kommen. Philipp Gilbert haben wir. Ein genialer Hügelfahrer. Man sieht die Werte. Da ist kein Kraut dagegen gewachsen. Luca Paulini haben wir. Da haben wir Dani Moreno, Heimer Subeldias, Sednei Stieber. Das sind alles sehr, sehr starke Rennfahrer. Und Ciolek ist ziemlich weit vorne mit dabei. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Ciolek fährt wachsam, wenn sich das Feld teilen sollte. Wäre er nicht zu überraschen. Er ist vorne mit dabei. Er braucht sich hier keine Vorwürfe zu machen, dass er irgendwas verpennen würde bis jetzt. Van Summeren ist allerdings immer noch vorne. Simon Gerrans, gut zu erkennen am australischen Meistertrikot. Und das Tempo jetzt natürlich ziemlich hoch. Das Feld ist noch zusammen, aber sehr, sehr in die Länge gezogen. Man merkt das. Ciolek hat seinen Helfer Reimer verloren. Der fährt hier. Der Bessay sieht nicht gut aus mit den Flaschen, die er holen sollte. Wir schicken nochmal Konovalovas los. Flaschen holen. Das kann man ja mal machen. Und jetzt müssen wir echt aufpassen. Zwei Hügel kommen noch. Der zweite ist natürlich ein bisschen höher. Merkt man ja. Am Profil auch. Und Van Summeren schafft jetzt den Anschluss zu den anderen beiden. Ob die ihm jetzt eigentlich noch eine Hilfe sind, das ist eine ganz andere Frage. Und das kann ich auch nicht sagen, ob die beiden ihm wirklich noch helfen können. Wo ist Martin Reimer? Ah, Maintiers haben wir hier noch einigermaßen mit dabei. Wo ist Reimer? Hier ist Reimer. Sagen wir Reimer, er soll chillen. Maintiers passt auf Ciolek auf. Ist jetzt natürlich auch hart für Luis Maintiers, da er durchs ganze Feld fahren muss. Aber ich denke, Ciolek, das ist schon heute... Oh, der hat getrunken. Cool. Simon Geschke war das. Auch ein Mann, der heute vielleicht überraschen könnte. Der Deutsche Simon Geschke, ein sehr, sehr kompletter Rennfahrer. Ist in vielen Bereichen ordentlich. Und da kommt Greg van Avermaet nach vorne. Greift zwar nicht an, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Links kommt Daniel Oss. BMC schickt jetzt viele, viele Männer nach vorne. Philipp Gilbert, das ist natürlich einer, der heute sehr, sehr gefährlich sein kann, wenn es hier um den Sieg geht. Gleich haben wir diesen Hügel geschafft. Cancellara fährt nach vorne. Ja, ich bin da schon immer ein bisschen in Lauerstellung. Jetzt sind wir ein bisschen arg weit hinten. Werden jetzt auch etwas angegangen hier von Boehm, der aus der Spitzengruppe zurückfällt. Peter Sagan hier vor uns. Wie gesagt, gut zu erkennen an den Streifen, an den slowakischen. Das ist so eine Art, weil er slowakischer Meister ist, hat er diese Streifen bekommen. Sieht eigentlich anders aus als die normalen Landesmeister-Trikots. Ist so ein bisschen, ja, eine abgewandelte Art vom Team-Trikot, vom ganz normalen. Hier, Reimer, du kannst jetzt auch mal trinken holen. Hol dir selbst was zu trinken. Wir müssen jetzt echt schauen, dass wir hier vorne bleiben. Und Trentin, das ist da, der ist ja aus der Spitzengruppe. Okay, das ist sehr, sehr gut. Wir versuchen jetzt nach vorne zu fahren ein bisschen. Den zweiten Hügel haben wir geschafft. Ein Hügel kommt noch. Ein Hügel kommt hier noch. Und jetzt gucke ich gerade mal. Van Summeren ist noch vorne. Der hat 47 Sekunden Vorsprung. Das ist nichts, was man nicht einholen könnte. Wir sind also wirklich gut dabei, muss ich sagen. Und die anderen Fahrer machen jetzt hier ordentlich Tempo. Degenkolb fährt persönlich hinterher. Auch Kittel, auch Cancellara, auch Christoph, auch Bohnen, auch Sagan. Die fahren jetzt persönlich hier die Lücke zu. Das ist kaum zu glauben, dass sie das tun. Aber vielleicht müssen sie es auch tun. Vielleicht müssen sie es auch tun. Vielleicht sollten wir jetzt auch mal Maintiers vorschicken. Wir schicken mal Maintiers mit nach vorne. Auch wenn da natürlich Ciolek's schützender Fahrer weg ist. Macht aber nichts. Man kann schon folgen. Sollen wir es schon tun? Wir tun es noch nicht. Maintiers schicken wir mit nach vorne. Van Summeren muss auf jeden Fall eingeholt werden. Er hat keinen großen Vorsprung. Es sind nur ein paar Sekunden, 40 Sekunden an der Zahl. Aber er ist einer dieser Rennfahrer, die stark genug sind, um das theoretisch bis ins Ziel zu packen. Das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Ein Hügel kommt noch und in den fahren wir gleich rein. Das wird jetzt richtig heftig. Alle guten Fahrer sind hier vorne mit dabei. Gilbert weiß, da unten ist er, glaube ich, vom BMC-Team, das hier komplett anders aussieht, weil sie da die Rechte für die Trikots scheinbar nicht mehr hatten. Echt schade.
Und jetzt müssen wir aufpassen. Aufpassen, sagt man im Hessische dazu. Und das müssen wir jetzt wirklich. Also ohne Spaß. Wir passen auf. Mantis soll nochmal ein bisschen mehr Gas geben. Und Seal Lake an vorderster Front. Mantis gibt jetzt auch mehr Gas. Man hat es gesehen, aber Seal Lake kommt hier trotzdem besser rüber als Luis Mantis. 8 Kilometer sind es noch. Das könnte tatsächlich funktionieren. Nimm jetzt mal ein Power Gel. Und wir fahren Christoph hinterher. Da gibt es jetzt die Attacken von Sagan und Gilbert. Vorsicht. Ja, da sollte man hinterher gehen. Wir greifen an mit Ziolek. Wir greifen an mit Ziolek. Natürlich risikoreich, keine Frage. Aber wir müssen ja was tun. Gilbert, der setzt sich jetzt ab. Philipp Gilbert setzt sich ab. Ziolek fährt hinterher, dann Sagan. Wo ist Mantis? Mantis hat eh keine Kraft mehr, sehe ich gerade aus dem Augenwinkel. Dementsprechend ist das eh egal, wo er ist. Ziolek und Sagan, die können sich ein bisschen absetzen. Und da vorne sind die anderen beiden. Okay. Ziolek gegen Sagan wird es wahrscheinlich heißen. Da hinten kommen die anderen. Aber es wird wohl heißen Ziolek gegen Sagan. Ziolek jetzt natürlich in der unvorteilhaften ersten Position. Da kommen die anderen, da kommt Greg van Avermaet. Wir sollten jetzt den Sprint langsam eröffnen, aber halt auch nicht zu früh. Ziolek eröffnet jetzt den Sprint. Ziolek eröffnet den Sprint, da kommt Gilbert. Greg van Avermaet kommt da. Ziolek gegen Sagan und van Avermaet. Das ist jetzt die Frage. Wie kann er sich durchsetzen? Kann er sich durchsetzen? Gerard Ziolek. Verdammt. Verdammt. Peter Sagan gewinnt, Mailand Sanremo. Zweiter wird Gerard Ziolek. Zu spät gesprintet. Er hatte noch Kraft. Das ist ärgerlich. Es war nicht so, dass wir heute chancenlos waren. Auf keinen Fall. Ziolek war sehr, sehr stark drauf und ich glaube auch, er hätte den Sieg heute davontragen können. Hier sehen wir nochmal einen Sprint. Da kommt Sagan und Gerard Ziolek. Ja, war das schon chancenlos, muss man sagen. Sagan revanchiert sich also für 2013, als Ziolek Sagans ersten großen Klassikerfolg vor der Nase wegschnappte. Sagan revanchiert sich, gewinnt Mailand Sanremo, Ziolek wird Zweiter. Und das ziemlich deutlich dahinter, drei BMC-Fahrer. Hier freut sich der Teamkollege von Sagan über diesen großartigen Erfolg. Ja, was soll man dazu sagen? An sich nicht viel falsch gemacht. Wir hätten etwas früher in den Sprint gehen können. Das muss man sagen. Ziolek hatte am Ende noch Kraft und das ist natürlich blöd, aber Sagan hatte natürlich zum einen den taktischen Vorteil, dass er am Hinterrad war. Zum anderen hat er natürlich die besseren Werte. 85 in der Beschleunigung. Und ich finde, das hat man heute gemerkt. Und tja, schade darum. Wir schauen uns die Siegerehrung an und wir achten auf die Musik im Hintergrund. Denn die ist ja jetzt anders. Wir hätten die Musik anhalten sollen, die im Hintergrund läuft, die Hintergrundmusik. Denn sonst hört man ja die Siegerehrungsmusik nicht. Egal. Sagan gewinnt vor Ziolek. Van Avermaet, Gilbert, Daniel Oss, Matthew Goss, Sydney Stieber, Tom Bohnen, ich glaube, dann kam John Degenkolb und den 10. habe ich jetzt nicht mehr gesehen, da müssen wir gleich gucken. Teamwertung gibt es nicht bei so einem Rennen. Was soll das denn? Und man hat jetzt leider nicht die Siegerehrungsmusik gehört, müssen wir dann aufs nächste Rennen verweisen. Warum ist die Musik so laut? Alter! Puh, danke. Ziolek wird also Zweiter. Achter, Tom Bohnen. Neunter, Marcel Kittel, nicht John Degenkolb, sorry. Und 10. Sebastian Langefeld, das ist die Top 10 in diesem Rennen. Wo haben wir den Nächstplatzierten? Das ist Luis Mantis auf Rang 36. Was soll man dazu sagen? Klar, ich freue mich irgendwo. Ziolek hat echt ein starkes Rennen gemacht.
12.500 Euro haben wir bekommen für den zweiten Platz. Auch das ist schön. Antwort der Veranstalter. Münster und Giro dürfen wir dabei sein. Das ist sehr schön. Aber ich glaube, es hat jetzt auch nochmal Punkte gegeben, oder? Alter, wir sind Sechster in der World Tour Rangliste. Auch nicht schlecht. Super Prestige. Ziolek ist Zweiter hinter Sagan. Alter Schwede. Im Super Prestige sind wir auf Rang 3. Wir sind Dritter. Okay, warum nicht? Wo ist denn Deutschland im Zweiter? Da hat Ziolek bestimmt auch seinen Anteil dran. Okay. Ist in Ordnung. Das war also Mailand Sanremo. Ja. Was soll man dazu sagen? Es war in Ordnung. Es war auf jeden Fall in Ordnung. Wir sind Zweiter geworden. Dementsprechend kein Ding. Was ich nochmal nachschauen wollte. Vuelta. Dürfen wir da mitfahren? Wir wissen es noch nicht. Okay. Steht noch nicht fest. Wir gucken mal, wie das dann wird. Ich glaube, die Frist war 15.07. Aber vielleicht kriegen wir die Wildcards. Wir kriegen die Wildcards irgendwann mitgeteilt. Konovalovas ist wieder gesund. Das freut mich sehr. Und wir haben jetzt ein weiteres Rennen. Der Grand Prix van Waregem. Fahren wir den? Wir müssen gerade mal gucken, was wir hier noch als auf dem Programm haben. Denn ich will jetzt auch nicht jedes kleine Rennen mitnehmen. Weil sonst wird es ja auch zu viel, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen was sehen von der Welt. So, wir hatten Mailand Sanremo, das ist jetzt vorbei. Waregem. Kriterium International. Das sind drei Etappen. Einmal flach, einmal Zeitfahren, einmal Berg. Also ein ganz, ganz kleines Rennen. Dann ist der März vorbei. Dann geht es in die Depanne-Rundfahrt. Vier Etappen sind das. Okay. Dann kommt der Grand Prix de Vitré. Okay. Dann kommt Classic Limburg. Ronde van Vlaanderen. Da wissen wir noch nicht, ob wir teilnehmen dürfen. Vuelta Rioja dürfen wir mitfahren. Genauso die Scheldetour van Vlaanderen. Also die Flandern. Paris-Roubaix dürfen wir leider schon mal nicht mitfahren. Ja, puh. Fragst mich Sachen, ne? Ja, das stimmt. Was haben wir denn für ein Ziel beim Kriterium International und bei der anderen Sache, wo wir mitfahren sollen? Etappensieg und Etappensieg. Das riecht schon wieder nach einer Aufgabe für Geralt. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, dass ich hier einen Schnitt setzen kann. Dann werden wir uns mal kurz um ein paar andere Dinge kümmern, die auch gemacht werden sollten. Und danach geht es zum Grand Prix Waregem. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei und habt Spaß an der Sache. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich glaube, den Grand Prix Waregem simulieren wir. Weiß ich aber noch nicht. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüss!